Laden Sie die Premiere Plus Intro Sticksoftware herunter. Geben Sie den Link, der Sie zur Download-Seite der Software führt, in Ihrem Browser ein. Die Informationen hierzu finden Sie in der PDF-Datei auf Ihrem USB-Stick für die Pfaff Creative 1.5 Neon-Stickmaschine. Die sechste Embroidery Intro wurde durch die neue Premiere Plus Intro Sticksoftware ersetzt. Auf dem Download-Portal melden Sie sich bitte mit Ihrem bestehenden Konto an oder Sie klicken auf Ich bin noch nicht registriert und dann auf Weiter, um ein neues Konto für sich anzulegen. Für unsere Fachhandelspartner, Sie wählen bitte die Option Ich bin Händler aus. Auf dem Softwareportal laden Sie die Datei für Premiere Plus Applications und Premiere Plus Components herunter. Dieser Vorgang kann etwas dauern. Zuerst installieren Sie die Premiere Plus Applications durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei. Dabei klicken Sie auf Weiter und akzeptieren die Anwendungsbedingungen. Wichtig ist, dass Sie bei der Installation der Datei Applications den Punkt Premiere Plus Intro auswählen. Danach können Sie die Datei Premiere Plus Components installieren. Um die Software freizuschalten, klicken Sie auf das neue Premiere Plus Embroidery System Symbol auf der Windows-Oberfläche doppelt. Im angezeigten Ordner doppelklicken Sie auf Premiere Plus Configure und klicken anschließend auf den Menüpunkt Register. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an und klicken Sie auf Weiter, bis die Frage nach dem Produktschlüssel kommt. Dieser liegt der Maschine bei. Noch eine Anmerkung. Das Dateiformat zum Speichern der Designs ist ab sofort eine VP4-Datei. Das ist ein Format, das viele Programminformationen zum Design mit abspeichert. Das ist vorteilhaft, wenn Sie ein Design wieder im Programm aufrufen. Es ist flexibler zum Wiederbearbeiten. Die Husqvarna Viking Designer Jade 35 benötigt das Dateiformat VP3 zum Sticken. Das heißt, bevor Sie eine Datei des Premiere Plus Intro Programms auf den USB-Stick zum Absticken speichern, klicken Sie auf Exportieren und ändern das VP4-Format in ein VP3-Format um. Sollten Sie schon die sechste Embroidery Intro installiert haben, können Sie diese mit der Premiere Plus Intro Software ersetzen. Verwenden Sie den Produktschlüssel, den Sie schon für Ihre sechste Embroidery Intro verwendet haben. Wir wünschen Ihnen viel Stickspaß!